Felix, Stichwort Balanced Life. Wie schaut so ein ausgeglichener, so ein ausbalancierter Tag im Leben von Felix Gotthold aus? Unterschiedlich, würde ich sagen. Also grundsätzlich haben wir ja, ist es wichtig zu wissen, dass man, dass Balance kein Zustand ist. Sprich, Balance ist immer Work in Progress. Und ich muss schon von mir selber sagen, wenn ich von mir behaupten kann, ja, ich liebe meinen Alltag, und zwar mit allem, was dazu gehört. Dass viel zum Arbeiten ist, dass die Kinder lästig sind und dass sie Freude haben und dass du mit einer Zeit verbringen kannst und dass du selber zum Sporteln kommst. Dass du am Abend, wenn es ruhig wird im Haus, dass du vielleicht noch dir aufs Meditationskissen huckst und einfach den Tag einfach so abschließt. Also es sind so viele Facetten, aber die Basis für den Versuch eines ausbalancierten Alltags ist schon immer so bewegte Frischluft. Es ist auch Zeit nur mit mir, wenn es ausgeht, in Stille. Es ist natürlich eine Gaudi mit den Kindern, es ist aber auch das erfüllende, die erfüllende Arbeit, muss ich sagen. Also mir fehlt was, wenn ich die Arbeit vom Leben trennen müsste. Da war ich wirklich traurig. Also es ist das Gesamtpaket und der Filter ist so, wenn ich von mir selber behaupten kann, ja, ich liebe meinen Alltag mit allem, was dazugehört, bin ich zufrieden. Und wenn man außerhalb von Balance ist, was ja auch oft passiert, was ist die rascheste Möglichkeit, um wieder in Balance zu kommen? Also es ist schon mal super, wenn es da auffällt. Also zu erkennen, dass man gerade neben der Spur ist, ist schon mal der erste Schritt wieder in die Spur. Und der direkteste Weg ist natürlich die Atmung. Also wirklich sie wieder in den Moment atmen, sie bewusst machen, dass es vorne noch nicht gibt, hinten gibt es nicht mehr. Das ist der direkte Weg in die Präsenz und in der Präsenz sind in der Regel Ängste und Zweifel chancenlos. Mhm. Die sind immer zeitlich vorne oder hinten. Mhm. Von dem her ist die Atmung und über die Atmung in die Präsenz der schnellste Weg, wieder allein zu sein.